Ja, 5:30 Uhr geht's los am Freitag. Und zwar geht's in der Nähe von Graz nach Söding. Wir machen dort einen Drechselkurs. Hat mir schon immer getaugt. Mit Holz zu arbeiten, ob das jetzt ein Kasterl ist oder ein schönes Vogelhaus bastelt. Und Drechseln finde ich super Sache und so nicht. Auch nicht ungefährlich und deshalb gehen wir zum Kurs und lesen kein Buch. Das ist wie bei der Gitarre. Da kann man lesen Bücher noch und nöcher, aber wenn der Lehrer vor einem sitzt, ist das etwas Andreas. So. 217 Kilometer, glaube ich, stehen auf dem Programm. Und die Planung sieht so aus, dass wir Ionity natürlich auslassen. Wir haben zwei Tankstellen in Planung. Dort werden wir schauen. Allerdings stehen dort nur Triple Charger. Und wenn dort natürlich belegt ist und der ladet noch eine halbe Stunde, dann haben wir ein Problem. Dann müssen wir zum nächsten weiterfahren. Und wenn die zweite Tankstelle auch hat, die eine ist EFN, die andere ist Smatrix, dann ist in Pinkerfeld, im wunderschönen Burgenland, sind die ohne die Charger und da müssen wir wirklich die Stiege reißen. Alle. Mit der Maingau, glaube ich, sind es noch immer 35 Cent, müssen wir halt dort ein, oder überall anstecken. Ja, man kann nicht alles haben und dann fahren wir weiter nach Söding und dort werden wir dann weiter gucken. Freitag, der 13. März. 100% geladen. 100% geladen. Die Anzeige zeigt 335 Kilometer. Wie immer im Eco Pro Modus. Wir haben 10,5 Grad. Navigation eingegeben. Nach Söding in der Nähe von Graz. Plötzlich ändert sich die Anzeige auf 211 Kilometer. Das ist mehr wie krass. Empfohlene Reichweite, Modus und Route, Eco Pro. Als Zwischenziel Meierhöfen 30, ein 2870 Zöbern. Zwischenziel hinzugefügt. Plötzliche Anzeige 337. Von 211 auf 337. Ah, umgesprungen, 200 Kilometer, also noch weniger als die Gesamtstrecke von Wien nach Söding. Zwischenziel ist genau 95 Kilometer entfernt. Wie gesagt, bei der Schweizer seltsame 200 Kilometer. Los geht's. Rechtzeitig zur Abfahrt beginnt es natürlich zum Regnen. Nein, nein, noch nicht. Seltsamer Vorgang haben wir gerade beobachtet. Tempomat 85 eingestellt, vor mir ein LKW. Plötzlich hat sich der Tempomat ausgeschalten und das Auto hat beschleunigt. Ich wäre jetzt beinahe den LKW hinten drauf gefahren. Wir werden immer mehr. Tada! Hallo, ah, sieht man nichts. Model 3, auf das ich los, dann kennt ihr. Als Standard-Tempomat-Geschwindigkeit auf der Autobahn 110 Tonnenkilometer. 66 Kilometer bis zur ersten Lademöglichkeit. Bis Graz wären es noch 158 Kilometer und auf der Uhr stehen 172. Das heißt, im Prinzip bräuchte ich gar nicht laden. Ja, was wäre wenn? Zwischenstopp. Schlimm trotz Coronavirus, dass hier Leute auf diesem Klo waren und dass gerade einer rausgegangen, weder Hände gewaschen noch sonst irgendwas. Und ich greife den Griff jetzt da. Bis Graz wären es noch 111 Kilometer und wir hätten noch 130 Kilometer. Wir schauen aber trotzdem bei der ersten Lademöglichkeit.
wir frei sind, nehmen ein bisschen Strom mit. Raststation Zürich, 1000 Meter. Hier werden wir den ersten Ladepunkt suchen. Beinahe vorbeigefahren, da hinten sieht man schon. Ja, wir haben noch 60%. Wie viel sind wir gefahren? 37. Naja, ein bisschen 95 Kilometer, so Hausnummer. 60% Ladestand, und wir jetzt probieren, an der Ladesäule zu authentifizieren. Wie fein, Ladesäule, dass ich es rauskriege. Ja, hier sind wir es mit der Wien Energietanke-Karte. Zuerst, wie immer. Kommunikation, ja. Karte. Interessiert. CTS. Wir haben schon angeschlossen. Start. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte. Wir laden. Schöne Anzeige. Gelieferte KW steht auf Charge 59%. Ich bin noch auf der Raststation und hier kann man nicht einmal einen Kaffee trinken. Jetzt muss ich mich beeilen, weil das Auto ist schon wieder 95% vollgeladen. Super! Muss man sich hier authentifizieren, sonst sieht man gar nichts. Das machen wir. Gut, so schaut's aus. So, sagen wir das. 98%, was wäre 17,5 Kilowattstunden in genau 27 Minuten. Wir beenden das Ganze. Authentifizierung schon wieder. Gut, machen wir. Beenden. Okay, habe auf Anhalten geklickt, nicht auf Beenden, das hat nicht funktioniert. 17 Kilowattstunden, 27 Minuten, fast 90%. Jo, so schaut's aus und jetzt geht's weiter nach Süding. Wer jetzt plant, solch ein Auto zu kaufen, produziert weiterhin wahrscheinlich 15 Jahre CO2. Vergiftet weiter die Umwelt, die Nachbarn oder gar die eigenen Kinder. Also, wenn das nächste Mal online ein Auto bestellt oder in ein Autohaus geht, denkt an meine Worte und schon wieder ein LKW. Den Steuerassistenten habe ich noch nie ausprobiert. Leider sind da zu viele Autos, hier ist 80 und der Steuerassistent funktioniert nur bis 60 und hinter mir vor deiner. Wann werde ich das hier ausprobieren? Knapp 38 Kilometer vorm Ziel. Durchschnittsverbrauch ist übrigens bei ca. 9 Grad 16,6 Kilowattstunden. Willkommen bei der Firma Neureiter. Das ist der Wechselkurs. Um die 220 Kilometer waren das jetzt, 16,2 Kilowattstunden und der Durchschnittsgeschwindigkeit 89,5. Und am Reisecomputer ist die Durchschnittsgeschwindigkeit 57,5. Stromverbrauch 15,7. Mhm. 256 Kilometer. Na, das ist ein Geschäft. Die haben gesehen, ich komme mit einem Elektroauto und haben mich während dem Kurs gefragt, ob ich laden will. Weltklasse.
Nach 200 Metern rechts abbiegen in den Schulwiesenweg. Wunderschöne Nacht verbracht in Mooskirchen im Landgasthof Lazarus. Sehr gut gespeist. Otto das erste Mal in seinem Leben eingefroren. Mama. So, Drechselkurs beendet. Wir fahren wieder von Söding zurück nach Wien, 100% geladen. Das Geschäft hat mir den Strom zur Verfügung gestellt. Jo, jetzt fahren wir nach Schäffern, 117 Kilometer, auf eine Smatrix-Station. Dann geht es weiter nach Wien. Entsperrt. 117 Kilometer sind es jetzt bis zur Rotz-Tankstelle in Schäffern. 100% Reichweite wird uns angezeigt, nachdem ich die Navigation gestartet habe. 211 Kilometer, 200 wären es bis Wien, also wenn man sparsam fährt, würde man auch nicht laden. Aber wir haben noch zusätzliche Zuladung, weil da hinten steht die Drechselmaschine. Die hat 144 Kilo. Wir sind hier gerade in einer Baustelle und das Navigations zeigt mir Folgendes an. Bisherige Route scheint eine Sperre zu sein. Neue Route in 8,6 Kilometer. Nach einem Kilometer links fahren auf die A9 in Richtung Salzburg-Linz. Schaut denn genau so aus? Vorsicht, gefährliche Verkehrsbedingungen. Also diese Verkehrswarnung hat jetzt oben aufgeleuchtet auf der LED, auf dem LED-Balken. Und zwar Geisterfahrer. Also hier ist kein Stau oder sonst irgendwas, sondern ja, verlangsamt, nicht elektrisch. Nach einem Kilometer links fahren und der A2 in Richtung. Das war die Verkehrswarnung, die BMW hier weitergegeben hat. Raststation Pinkerfeld. Hier wären die Ionity Charger. Ja, wären sie. Rastplatz Schäffern auf 200. Bitte rechts Meter. Abfahren. Ja, natürlich. Machen. Bitte rechts abbiegen. Das ist einfach, rechts abbiegen. Wo ist der Rossi Weg? Nach 100 Metern haben Sie Ihr Ziel erreicht. Mhm. Ah, da vorne. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Leuchtet ja schon blau. Rossi Weg Nummer 1. Ah, die kennen wir ja, die Ladesäule. Das Negative bei diesen Ladesäulen ist natürlich, dass nur eine steht. Gott sei Dank auch nur ein Auto, nämlich wir. So, schaut es ähnlich aus wie die bei der Hinfahrt. Das ist eine Smatrix-Station. Hier werden uns mit der Smatrix-Karte authentifizieren und dann mit CCS laden. Und zwar diesen Ladeport. Smatrix. Pip. Auswählen. Und die Ladung ist gestartet. Da, Spannung, Strom, hier sieht man sogar die Leistung in Kilowattstunden. Nicht alltäglich. Ein bisschen langsam hoch, 12.
14. Und hier mal Stand 50% State of Charge. Wir laden mit 45 Kilowatt. Das ist supi. 123 Ampere, 368 Volt. Guck mal, wie es geht. So, wir laden hier jetzt ein bisschen mit Smartrix und dann fahren wir weiter nach Wien. Dann gehen wir in Ruhe mit der Laderei. Gute Leberkäse, Semmel gegessen. Da war die Station. Und hier wäre etwas ganz Besonderes zum Drechseln. Das wäre es. Eine riesen Schüssel. Zum Vergleich. Ist eine Kaka. Puttel. Geil. Ladezustand 76%, 49 kW Ladeleistung. Mhm. 20 Minuten geladen, 86%. Oh, das ist bitterkalt. Noch immer bei. Jetzt geht er ein bisschen runter, ja. 45 kW bei 86%. Super. RFID-Karte an das Lesegerät halten. Das muss man natürlich machen, wenn man die Ladung beendet. Und das werden wir jetzt gleich machen. Nämlich bei 90%. Fahren wir. 17,9 Kilowattstunden geladen, dauert 23 Minuten. State of Charge 90%, wir laden noch immer mit 33 kW, aber das reicht uns bis nach Vienna. Zack. Mhm. Möchten Sie die Ladung stoppen? Gebitte. Putsch. Vielen Dank für den Besuch. Na bitte, wir danken für den Strom. Also, wir haben auf 90% geladen. Wir haben 104 Kilometer zum Fahren und eine Reichweite von 194 km. Die Navigation nach Wien wurde bereits gestartet. Das heißt, das sind die aktuellen Daten. Wetter in Schäfern, minus 3. Sodala, zu Hause angekommen. Zweimal ca. 220 Kilometer und ein Hotelbesuch in Söding bzw. in Mooskirchen. Wir haben einen Durchschnittsverbrauch von 16,8 Kilowattstunden. Angekommen mit 45%, nachdem wir an der Smartix-Station waren, 154 Kilo Rest. Also jede Menge. Vielleicht wäre es ausgegangen. Ohne Laden nach Wien. Jo, das war unser kurzer Ausflug. Und gerade die Maschine reingetragen. Das ist ein Wahnsinn, wie schwer das Ding ist. So unhandlich gewesen, dass ich es alleine genommen habe. Und, wem es interessiert, zum Schluss noch ein paar Impressionen von unserem Drechslerkurs in Süding bei der Firma Neureiter, der mir auch den Strom kostenlos während des Kurses zur Verfügung gestellt hat. Psst. Daumen hoch. Dennoch. Jo, danke fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Bitte euch.